gerade als Mädchen gibt es ja schon noch diese Schönheitsideale, die, glaube ich, gerade wenn man so 12, 13, 14 ist, sehr krass auch im Kopf sind. Und ich schon lange immer dieses Gefühl hatte, ich fühle mich unwohl, es aber nie wirklich hinbekommen habe, ein bisschen abzunehmen. Dieses Mädchen wäre fast gestorben. Wir nennen sie Rebecca. Sie ist 15, als sie magersüchtig wird. Was ich mir da eigentlich angetan habe, auch ich hatte ja auch sehr stark auch noch mit Depressionen zu tun. Und das war auch wirklich sehr, 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 sehr unschön, wo man dann wirklich auf der Couch gelegen hat mit in Embryonalhaltung, dass es wirklich gar nicht mehr ging. Rebeccas Leben dreht sich nur noch ums Kalorienzählen. Sie magert ab, leidet unter extremen Kopfschmerzen. Ihre Eltern suchen lange nach Hilfe. Also es war schon so, dass wir beim Kinderarzt waren, dass wir bei einer Ernährungsberaterin waren und wir da nie wirklich die Unterstützung bekommen haben, die wir gebraucht hätten. Mit 17 ist Rebecca so lebensbedrohlich krank, dass sie in die Klinik muss. In der Uniklinik Aachen auf der Station für essgestörte Kinder und Jugendliche wird sie monatelang behandelt. Damals gab es recht schnell einen Platz. Jetzt stehen oft mehr als 20 Kinder auf der Warteliste, die dringend Hilfe benötigen. Das Treffen mit der Klinikdirektorin haben wir verabredet. Beate Herperz-Dahlmann sagt, dass vor allem seit der Corona-Pandemie viel mehr Kinder krank sind. Viele haben uns berichtet, dass sie viel in Social Media waren, also sich insbesondere auch im Rahmen von Social Media mit Diätplänen beschäftigt haben, mit Workouts, sehr viel auch sozusagen nach Anleitung von Influencern versucht haben, an Gewicht abzunehmen. Es sind solche Bilder, die junge Menschen beeindrucken und beeinflussen. Ob sie echt sind, wird oft nicht hinterfragt. Das sei aber wichtig. In der Klinik wird das thematisiert, im Alltag der Kinder zu wenig. Das Umfeld merke oft gar nicht, wenn sich eine Essstörung entwickelt. In Deutschland braucht es im Durchschnitt 6 Monate, ehe überhaupt der erste Schritt gemacht wird zu irgendeiner Form von Behandlung. Und nach circa 3 Jahren gibt es die ersten Folgen, die nicht mehr reversibel sind. Das heißt, wir verlieren unglaublich viel an Zeit. Und da wäre es ganz wichtig, durch Aufklärung von Medizinern, von Lehrern, von Sporttrainern in eine bessere Früherkennung zu kommen. Auch immer mehr Mädchen unter 14 müssen wegen Magersucht behandelt werden. Innerhalb von nur 3 Jahren gab es einen Anstieg um 40%. Auch Lea war noch ein Kind, als sie magersüchtig wurde, mit 12. Als es ihr besonders schlecht ging, sah sie so aus. Das ist mehr als 10 Jahre her. Sie zeigt uns die Bilder, um abzuschrecken, sagt sie. Das ist eine düstere Zeit. Auch der Tag, als ich in die Klinik kam, ist oft, weil ich halt umgekippt bin. Also ich bin öfter dann auch die Treppe runtergerutscht, weil ich keine Kraft hatte. Aber ich habe mich nicht so gesehen. Und ich kam dann mit 13 in eine Klinik für 3 Monate und später nochmal mit 16 für ein halbes Jahr. Jetzt ist Lea 24 und hat die Krankheit im Griff, sagt sie. Unterstützt wird sie dabei vom Bonner Zentrum für Essstörungen. Annette Bonse und ihr Team beraten Betroffene und Angehörige und bieten auch Workshops in Schulen an. Die Anfragen haben sich mehr als verdoppelt. Trotzdem bekommen sie keine finanzielle Unterstützung vom Staat. Ja, es ist so bitter, weil wir tatsächlich vor allen Dingen auch den Anspruch haben, dass jeder unsere Angebote in Anspruch nehmen kann. Und wir aber gleichzeitig eben nur jetzt momentan kostenfreie Angebote nur über Spendengelder finanzieren können. Um noch mehr Betroffenen helfen zu können, hat Lea jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet auf Eigeninitiative. Und auch Rebecca versucht in ihrem Umfeld Menschen stärker zu sensibilisieren. Dass es einfach nicht tabu ist, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil nur wenn man wirklich anfängt, über sowas zu reden, dann kann es auch normal werden. Und dann kann man vielleicht auch früher Anzeichen merken, dass es gar nicht so weit kommen muss, dass ein Klinikaufenthalt notwendig ist. Rebecca und Lea sagen, dass sie ihre Krankheit ohne professionelle Hilfe nicht in den Griff gekriegt hätten. Sie wünschen sich, dass die Politik solche Angebote stärker fördert.